Ja, so machen wir mal. Ein bisschen laut. For most of the 18th century, the Caribbean Sea was a deadly place to sail. Its waters were terrorized by the fearsome Captain Remington. Rumors spread from port to port about Remington's pact with the devil. During his nefarious career, he plundered many ships and murdered even more men. Until the day armed forces finally caught up to him. Ja, das war das kleine oder feine Intro. Ja, es geht ja offenbar um einen Piraten. Ne? Es geht offenbar um einen Piraten. Das Spiel heißt Grauen aus der Tiefe, das verwunschene Herz oder Nightmare from the Deep, The Cursed Heart in der Sammleredition. Und ich muss erstmal ein Spiel erstellen. Neues Profil. Dann brauchen wir mal ganz geflupser. Den Nordisch. So. Den Nordisch haben wir jetzt. Ja. Mafiosi, ich kann sehen, was du schreibst. Ja, ich will hoffen, dass du auch alles sehen kannst, dass du mich vernünftig hören kannst, dass das Bild vernünftig ist. Ich muss mich erstmal wieder leiser machen. Sonst wird mir das hier zu laut. So. Ich gucke mal kurz in die Optionen. Die Musik soll eigentlich leise, so. Brüllen sie mir hier wieder ins Ohr. Gut, super, alles gut. Wunderbar, so soll das sein. Ja, ich würde mal sagen, wir starten auch fast, obwohl ich ja erstmal gucken muss, wie war das noch mit der Schwierigkeitsstufe. Ich mach mal mich kurz mal da weg. So. So, jetzt geht's auch weiter. Optionen. So, Musik ist okay, das kann alles so bleiben. Expertenmodus, was ist das? Das zeigt er mir natürlich nicht an. Okay. Dann würde ich mal sagen, starten wir doch mal. Ich werde auch den normalen Modus spielen, weil, naja, es ist das erste Wimmelbild. Und Expertenmodus, ich mache nicht den Fehler wie Bad. Er hat mich noch extra gewarnt gestern. Er sagte, frag niemals deine Zuschauer, frag sich niemals, welchen Modus du spielen musst, willst, ob das der normale Modus ist oder Expertenmodus. Wir nehmen den normalen Modus. Ich denke mal, für den Anfang ist das nicht schlecht. Umstellen können wir das ja immer noch. 300 years Moin, later, Slash Rovel. Remington's body Herzlich. Hups. is being extracted from the depths of his watery grave. Soon, this precious artifact will be on display in the Caribbean Naval Museum. My museum. Ah. Also uns gehört, offensichtlich gehört uns ein Museum und wir haben wohl diesen Piraten aus der Anfangssequenz haben wir wohl geborgen und der ist jetzt in unserem Museum. Ich denke mal, dabei wird es nicht bleiben. Schauen wir einfach mal. Tutorial überspringen. Das machen wir jetzt einfach spaßeshalber mal mit. Ich soll auf den Sure thing, Miss Black. I'll leave the crate at the end of the exhibition hall. Ah ja, tu das. So, wer ist das? Bin ich das? Nee, das kann ich ja nicht sein. Paar Lippen, wenn du mit dem Charakter sprichst, klingt meine Tochter. Ah, meine Tochter. Hi, Mom. I just want to sneak a quick peek at this legendary pirate, and then I'll stay out of your hair. Come on, let's check out the crate that just arrived. Ich habe aber eine hübsche Tochter, muss ich ja sagen. Mimi. Irgendwie ist die Maus hier so ein bisschen. Okay.
Wenn du in Richtung gehst, klicke auf den Ausstellungsraum, um weiterzugehen. Ah, okay, wir sollen zum Ausstellungsraum, das machen wir mal glatt. So, auf die Kiste, wenn man eine Lupe sieht. Ah, ja, okay. Der Cursor wird zu ein paar Zahnrädern, wenn du mit einem Gegenstand interagieren kannst. Klicke in der richtigen Reihenfolge auf die Klingen, um auf den Boden der Kiste zu langen. Okay, ich klicke da mal drauf, das ist richtig. Ah, okay. Das ist so ein bisschen wie... Wie heißt das noch? Komme ich jetzt nicht drauf. Okay. Da. Wir haben ein Siebel bekommen. Sehr schön. Hübsche Tochter. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich kann das einfach. So. Du kannst auch am Amateurmodus auf die Hinweise zugreifen. Klicken von uns auf einen Hinweise. Hinweisemodus. Mal gucken, was passiert. Ich soll ihn anklicken, ansprechen. Na. Siehst du, Hinweise werden wir ja kaum brauchen, aber ich sag's ja nur. Vorsichtshalber gucken wir mal hier rauf. Du kannst gehen, schon das Hilfe, wenn Rätsel zu lösen. Klicken auf das Messer. Okay, machen wir doch einfach mal. So. Ne, da. Ah, okay. Einmal auf, zweimal auf, dreimal auf, viermal auf. Und eine Pistolette und ein Brief. Bei dieser Steinschlosspistole handelt es sich um ein seltenes Exemplar, das vermutlich für den berüchtigten Captain Henry Remington maßgefertigt wurde. Wir haben die Pistole in der Nähe von Remingtons Grab gefunden. Obwohl sie vom Sand bedeckt und Salz verkrustet war, schien die Pistole dennoch im Wasser zu leuchten. Seltsam, ja, ganz seltsam. Die Xyra ist da. Das habe ich ja befürchtet. Ich habe den Anfang verpasst. Ja, 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 ja. Ja, dann musst du auf YouTube vorbeischauen. Die Xyra ist da, das wird hoffentlich eine große Hilfe werden. Ich habe hier ja den Brief schon gefunden. Xyra, wir haben auch gerade eben erst angefangen. Achso, die Pistolette sollen wir ja mitnehmen. So. Und das passt. Ja, haha. Ne? Und ich hoffe ja, du nimmst es mir nicht krumm. Ich bin nicht auf Expertenmodus, sondern ich bin auf normalen Modus. Ich konnte mich noch gerade so. Konnte ich mich durchsetzen. So, was sollen wir jetzt überhaupt machen? Ich sollte doch erstmal mit der Uschi sprechen. There, you're all set. Ich hab Now, auf die Olle if you geklickt. Don't mind, I'll be on my way. Was war das? Manchmal erhältst du einen nützlichen Gegenstand, wenn du in einem Charakter sprichst. Wenn du mit einem Charakter sprichst, nur die Tochter. Jetzt kann ich auf die Tochter klicken. Ja. Was ich mit der anstellen würde. The crate is nailed shut. Do you think we could pry the lid off? With so many tools lying around, I'm sure you can find a crowbar. I'll stay here and keep an eye on the crate. Okay, oh right. I still have the key card to your office. Here you go. And don't worry. This mummified corpse won't be going anywhere without me. Ja, die Grafikqualität ist hier in dem Spiel so ein bisschen. Aber naja, so sollte da sollen wir auch draufklicken. Alle Notizen, mach doch mal weg den Mist. Alle Notizen sind sozusagen Ziele zusammengefasst. Ah ja. Wir sollen die Kiste aufstemmen, ja, das weiß ich doch. So, klicken, um fortzufahren. Was haben wir hier noch? Notizen. Endlich ist der Zusteller mit dem mittleren Exponat gekommen. Ich muss noch ein Brecheisen, um den Zustand des Exponats zu prüfen. Es soll die Piraten werden. Blablabla. Okay. Ja, das ist ja logisch. Gucken, wenn man hier sowas, kann man hier schon noch irgendwas anklicken. Ich glaube aber nicht, weil sonst müsste das so flimmern. Schauen wir mal. Okay, wir gehen in die Halle zurück. Da flimmert's, da sollen wir hin. Da müssen wir die Keycard. Klicke auf die Schlüsselkarte, um zu nehmen. Aha. Okay. Verschlossen. Das weiß ich doch. Tutorial überspringen. Jetzt ins Inventar. Und die sollen doch sicherlich da oben. Ah, ja. Ja, so ist das. Gronkh hat uns alle geprägt. Wimmelbild. Ja, das ist. Da weiß man gleich, was man zu tun hat. Nuschel nicht so. Ich nuschel halt so mal so. Das ist so. Ich muss so nuscheln. Ja, okay, schauen wir mal, was ist das hier? Ein Schlüssel, den nehmen wir mal mit. Was können wir hier machen? Wir haben einen Zettel. R4, L9, ja, das werden wir garantiert noch brauchen. Also nicht für ein Safe oder irgend so ein Blödsinn. Können wir noch was rauslesen? Ja, können wir. Ich lese euch das jetzt mal nicht vor, oder? Wollt ihr, dass ich euch was vorlese? Captain Henry Remington terrorisierte die Karibik während des frühen 18. Jahrhunderts. Der Ruf seiner Skrupellosigkeit verbreitete sich rasch nach einer Reihe an Überfällen auf Händlerschiffe, endete aber nur wenige Jahre später, nachdem er auf mysteriöse Weise verschwand. Wohl doch versenkt irgendwie, oder nicht?
Ja. Remingtons Leichnam wurde nie gefunden. Schifffahrtshistoriker machten sich zum Ziel, diesen faszinierenden Mythos auf den Grund zu gehen, und zu diesem Zweck suchten viele Expeditionen nach seinen sterblichen Überresten. Ja. Übrigens, Xyra, warum hast du eigentlich noch kein Wimmelbild gespielt? Ich meine, du bist doch quasi die Ikone des Wimmelbilds. Also, das wundert mich so ein bisschen. Also, ich erwarte von dir, dass du mindestens... Können wir da auch... Können wir Radio hören hier, oder? Dass du auch mal ein Wimmelbild bist. Kann man hier nichts machen? Kann man da was machen? Ah, nee, das ist nur das Buch. Da ist immer noch das Buch. Was ist da noch? Ein Zettel? Liebe Sarah, ich habe deinen neuen Safe installieren lassen und wiederum gebeten, das Piratenartefakt hinterlegt. Ich habe dir den neuen Safe-Code aufgeschrieben und auf den Schreibtisch hinterlassen. Das macht natürlich Sinn, ein Safe zu installieren und den passenden Code dafür direkt auf den Schreibtisch zu legen. Das ist äußerst intelligent. Und auf den Schreibtisch hinterlassen, der Bob, der Sicherheitsbeauftragte der Tagesschicht. Ja, der ist wohl seinen Job los. Demnächst auch, dann sollte es passen. Ich habe schon eins. Ist bei mir noch schwierig. Ah, okay. Da bin ich mal gespannt, was für ein Livestream es bei dir gibt. Also, auch an die anderen Zuschauer. Xyra wird dann bald meinen Livestream. Wimmelbild. Oh mein Gott. Da will ein bisschen Luft raus. Auch ein Wimmelbild machen. So, das sind dann wir. Nee, Blödsinn, das ist ja meine Tochter hier. Ich liebe dich, Mama. Oh, ist das schön. So, was können wir hier noch machen? Da haben wir eine Box, da konnte man auch irgendwas machen. Da können wir reinluschen. Da gucken wir mal. Moin, was ist da drin? Eine verzierte Schmuckschatulle. Es sieht so aus, als bräuchte man für dieses vergoldete Schloss einen besonderen Schlüssel. Na, das ist doch fein. Da haben wir noch einen Brief drin. Liebe Sarah, meine Nachforschungen haben ergeben, dass diese kleine Schatztruhe Captain Remington gehörte. Leider konnte ich sie nicht aufsperren und ich konnte den Gedanken nicht ertragen, sie aufzubrechen. Auch wenn der Inhalt sicherlich wertvoller ist. Vielleicht findest du das Geheimnis um sein Schloss heraus. Liebe Grüße, der Stan. Nationalmuseum. So. Was gibt's denn da zu lachen? Wimmelbilder sind da alte, neue, geile Shit. Ah. Dass ich das gleich verstehe, das ist, naja, gut. So, wollen wir mal gucken, was haben wir hier noch so? Da glitzert noch irgendwas. Scheibe, Notfall einschlagen. Wir haben doch. Haben wir nicht? Haben wir nicht? Haben wir doch. Nee, haben wir nicht? Okay. Aufschießen. Auch nicht. Aufschließen haben wir auch nicht. Na gut, dann müssen wir dann mal gucken. Und was haben wir hier noch so? Da haben wir ein Telefon. Es funktioniert nicht, natürlich nicht. Warum auch? Also nichts mehr Telefonjoker. War mir vorher kein Begriff. Was, Wimmelbild war dir vorher kein Begriff? Na, bei mir auch nicht. Aber wie gesagt, Kronk hat uns alle versaut. Können wir hier nochmal irgendwo reinschauen? Bücher, Papierkram, bla 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 bla. Bücher, okay. So, da haben wir den Tresor. So, wenn du in einem Rätsel nicht weiterkommst, kannst du auf Überspringen klicken. Du musst allerdings warten, bis die Schaltfläche verfügbar ist. Klicke, um fortzufahren. So, das machen wir jetzt nicht. So, links, links rum, rechts, rechts rum. Macht Sinn. Okay. Naja, dann wirst du ja jetzt erfahren, was Wimmelbilder sind. Wimmelbilder ist halt so ein bisschen so optische Rätsel-Click, Point-and-Click. Adventures und schauen wir mal. So, rechts 4. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, rechts so rum und dann hier auf 4, ne? Wenn ich das richtig sehe. So, 4. Links 9. Links 9. Rechts 6. Links 1. Und rechts 8. So. Wunderbest. In weniger als einer Minute. Gut, was haben wir da denn? Ziel abgeschlossen. Neuer Safe. Was haben wir denn? Ach, ein Tuch. Oder ist ein Tuch? Oder was haben wir da gekriegt? Gar nichts. Okay. Angeblich gehört diese antike Halskette zu Remington. Schade, dass der Stein fehlt. Ja, den werden wir garantiert finden. Liebe Sarah, diese Halskette gehörte einer alten Familie aus der Karibik. Angeblich hatte einer der Vorfahren etwas mit Captain Remington zu tun. Daher schicke ich sie dir. Solltest du den fehlenden Edelstein finden, wird sie dein Ausstellungsstück sicherlich bereichern. Liebe Grüße, Stan R. So.
Sehr schön. Dann müssen wir auf jeden Fall schon mal den Stein finden. Das ist ja auch schon mal... Das will ich gar nicht hin. So, schon mal klar. Ich glaube, ich habe hier alles angeguckt. Ich meine, das leuchtet noch. Sollen wir da trotzdem noch mal rein? Ist ja nichts mehr. Na, nee. Gut. Dann gehen wir mal in die Halle. Und wir sollen uns mal das Plakat angucken. Der gefürchtetste Pirat der Welt. Was steht da? Bald feierlich öffnen. Ah, okay. So, was haben wir hier? Haben wir noch eine Tür? Kommen wir da ran? Nee, ist natürlich abgeschlossen. Okay. Da können wir nicht lang. Da geht's zum Büro. Da waren wir schon. Da ist ein Schiff. Flaschenschiff aus dem späten 18. Jahrhundert. Anscheinend hatten auch Piraten Spaß an einem guten Rätsel. Ja. Ich weiß ja nicht. So, das ist nochmal das gleiche in grün. Dann gehen wir nochmal zur Ausstellung. We need a crowbar to open this crate, but I don't know where to find one. Eine Crowbar. Die haben wir noch nicht gefunden. Jo, was haben wir hier noch so? Da haben wir schon mal reingeguckt. Da hatte ich schon mal reingeguckt. Dann schauen wir uns das nochmal an. Dafür brauchen wir eine Crowbar. Ach nee, wir haben ja einen Kellerschlüssel. Siehst du, den Kellerschlüssel brauchen wir, haben wir, können wir, müssen wir. So, dann machen wir mal. Dann ist garantiert der Schlüssel dafür da. Garantiert. Ja, dafür war. Jo, dann gehen wir mal da rein. Mal gucken. Das ist ziemlich duster hier. Ah, eine Crowbar, meins. Können wir hier noch irgendwas machen? Was ist das denn? Karibisches Schifffahrtsmuseum. Einladung zur Ausstellung. Überraschende Entdeckung. Ah, ja, okay. Das war das Gleiche, ne? Jo. Können wir hier, können wir hier, können wir hier. Da geht's zur Halle wieder zurück. Da können wir nichts machen da hinten. Ah, okay. Mit diesem Schalter kann man alle Lichter im Museum ein- und ausschalten. Das ist gut zu wissen. Okay. Na gut, dann machen wir erstmal die Kiste auf, würde ich sagen. We need a crowbar to open this crate, but I don't know where to find one. Du siehst doch, dass ich eine Crowbar in der Hand habe. Du siehst es doch. So. Mach auf den Laden. Das ist also Remingtons. Er sieht aber noch recht gut aus. Hat auch irgendwas im Gesicht. Na sieh an, was haben wir denn da? Den Kristall. So, was sollen wir machen? Liebe Sarah, gemäß beigefügter Kopie trug Remington spezielle... Hast du sie denn in der Hand? Ja, natürlich, ich habe alles in der Hand. Alles habe ich in der Hand. Gemäß beigefügter Kopie trug Remington spezielle Accessoires. Diese sind nicht in der Kiste. Statte Captain Remington vor der Eröffnung der Ausstellung mit allen Gegenständen aus. Professor Holmes. Pierce, ich hoffe, du hast das andere Paket von mir auch erhalten. Behalte sie in deinem Büro, bis du herausgefunden hast, wie man sie öffnet. Okay. Gut, das heißt, wir müssen also nochmal die Kette holen. Und Schwert und Pistole haben wir ja schon. Okay. Dann gehen wir nochmal ins Büro zurück. Und dann holen wir uns mal die Kette. Und packen uns nochmal den Kristall rein. Oh. Oh, sexy. So. Unbelievable. So, dann the jewel casing claimed the gem as its own. Schon mal den Anhänger, der leuchtet so schön. Haben wir noch die Crowbar? Können wir hier? Ja. Man kann nie genug Äxte dabei haben. Nie. Nochmal. Was haben wir da? Eine Taschenlampe und eine Axt. Die können wir natürlich auch mitnehmen. Jawohl. Mehr war da nicht drin, ne? Nö. Okay. Gut, dann haben wir schon mal... Halt, da war doch was drin. Da war doch noch was drin. Unten. Nee, oder ist das einfach... Nee, das war wahrscheinlich die Markierung für die Halle. So, dann gehen wir nochmal dahin. Dann können wir den Piraten nämlich ausstatten. Und dann machen wir den Säbel. That's strange. Okay. Kette.
The flashes of lightning are really playing a trick on my eyes. Der steht unter Strom, der Kamerad. Er braucht noch seine Pistolette und ist alles gut. Oh! Die Glühlampe ist kaputt. Nein! Das ist mysteriös.